Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Raft. Ich bin der Zanto, das hier, schaut mal, unser Protagonist, immer noch mit der Kapitänsmütze auf, unser Detlef. Zusammen mit euch ganz, ganz vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut, erkunden wir jetzt hier vor dieser Insel die Unterwasserwelt. Ich denke mal, wir sollten uns davor hier auf jeden Fall noch mit dem Hai anlegen. Oder wir machen es ganz anders, wir schwimmen vielleicht mal auf die gegenüberliegende Seite, schauen mal, was dort geht. Und dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen was... Nö, war das nicht gesehen. Dass wir da vielleicht am Anfang ein bisschen was abluden können. Ja, so wie es aussieht, gibt es hier nicht so wirklich viel. Aber das Schöne ist, der Hai ist auch nicht hinterher. Das ist immer die Hauptsache. So, es ist Abend, das heißt, warten wir es gleich mal ab. Schaut mal. Und schon leuchten die Dinger wie die Weihnachtsbäume. Absolut. Ja, wir suchen wieder Sand, wir suchen wieder Ton, wir suchen wieder Schrott, wir suchen wieder jede Menge, ich sag mal, ja, mittlerweile kann man schon sagen, wirklich mittlerweile jede Menge Güter, die wir bei uns auf dem Raft schon so weit verarbeiten können, dass wir zumindest mal reineweg theoretisch noch eine zusätzliche Schmelze bauen können. Also mittlerweile können wir bis zu 5, weil ich sag mal, mittelfristiges Ziel wäre jetzt mal 8. Habe ich mir vorhin mal so überlegt und denke so die ganze Zeit, also normal die Baumaterialien und so weiter, wenn man sich wirklich mal umguckt und wirklich schön relativ... Oh, hier unten ist eine Höhle. Und alles mitnimmt, also nicht nur einige Materialien, sondern dann wirklich auch vieles oder alles, dann denke ich schon, dass man da relativ zügig an sehr, sehr viele Mats da rankommt. Und auch 8 Schmelzen schon. Ich sag mal, das passt schon. Es ist nicht unrealistisch, sagen wir es mal so. Hier ist wieder unser Raft. Da ist der Hai. Das war zumindest mal ein wunderschöner Treffer. Jetzt schauen wir mal. Komm her, Kollege. Wie gesagt, wenn man sich 180 Grad rumdreht, ihr habt es jetzt, ich denke mal, schon oft genug gesehen. Müsst ihr nicht mal voll aufziehen, um den Hai wirklich zu treffen, sondern es reicht tatsächlich, nicht mal die Hälfte aufzuziehen. Hauptsache, wenn er ankommt, direkt ins Gesicht und dann schön nachschießen. Fertig. Allerdings, ihr müsst aufpassen, gell, weil die Haltbarkeit des Bogens wird hier extremst in Mitleidenschaft gezogen. Wenn gar nichts anderes hilft, dann würde ich euch wirklich vorschlagen, nutzt den Speer mit. Sorry fürs Gewackel. Und das war's schon wieder mit dem Hai. Ja, nutzt auf jeden Fall den Speer. Der hat zwar auch nicht so viel Haltbarkeit, aber ich sag euch, wenn es wirklich um Leben und Tod geht mit dem Hai, und wie gesagt, wir wissen ja, dass der, ich glaube, vier Bisse, also 3 Bisse halt mal aus. Beim 4. Biss ist Ende im Gelände. Dann traut euch. Geht ein bisschen weiter ran. Nutzt die Chance. Und vor allen Dingen, wenn er gerade sein Maul aufmacht und beißen will, geht ran. Stecht zu. Das passt. Das geht. Ist zwar ein bisschen tricky am Anfang, aber wie gesagt, also... ich würde jetzt nicht wirklich sagen, macht es mir ganz einfach nach. Nee, ich musste dafür auch eine ganze Zeit lang lernen. Ich musste auch sehr, sehr, ja, wie soll ich denn das sagen? Unser Detlef ist auch das eine oder andere Mal wirklich, ja, unnötig kann ich jetzt nicht sagen, ums Leben gekommen, aber der ist, ja, sagen wir es mal so, höflich ausgedrückt, er wurde mehrmals bewusstlos gebissen. So, jetzt haben wir mal hier noch fast alles, ja, oder ich würde sagen, ja, alles ein. Steine gibt es ja gar nicht, stelle ich fest. Nö, Erze hier so auch nicht. Ja, dann. Ne? Das ist aber ein riesengroßes Riff hier vorne. Also das hat sich alles hier auf einer Seite verteilt. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. Da müssen wir nicht so weit durch die Gegend schwimmen. Finde ich auch mal ganz easy. Das hätten wir durchgekämmt, das auch. Ich denke mal, hier unten wird es nichts Gescheites geben, oder? Nö. Alles gut. Hier geht auf jeden Fall das Riff noch weiter. Na, direkt dort, wo wir angelandet sind. Ne? Unglaublich. Unglaublich. So. Schaut mal auf unseren
Nicht auf unseren Gesundheitsbalken, das sieht noch sehr, sehr gut aus, sondern wir kriegen gleich ein Problem mit Essen und mit Trinken. Ich sag mal, wenn wir da wieder auftauchen müssen und wir geben uns mal noch eine kleine Reserve, haben wir dann schon ein Problem, und zwar der Hai wäre dann wieder da. Ja, ist auch nicht weiter so schlimm, da müssen wir uns halt nochmal mit ihm anlegen und so weiter und so fort, aber ich würde dann einen kleinen Schnitt machen wollen. Einmal anlegen mit euch ist okay. Aber beim zweiten Mal, ich denke mal, außer es passiert wirklich was ganz, ganz Außergewöhnliches, dann hole ich euch gleich mit rein. Aber ich denke mal, so, wenn nichts passiert, dann lasse ich das so. Dann mache ich einen kleinen Schnitt und dann. So, ich denke die ganze Zeit, ich bin ganz ehrlich, ich denke die ganze Zeit, irgendwo gibt es hier noch eine Kiste. Irgendwo gibt es hier noch eine Kiste, 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 Kiste. Vielleicht haben wir auch Glück. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Ich meine, wenn man hier runterschwimmt, schaut mal, hier gibt es zumindest mal noch schöne Erze. Erze sind ganz ehrlich gesagt fast so gut wie eine Kiste. Hier kommt man hier raus. Nee, man muss ja tatsächlich andersrum anschwimmen. Gut, ist ja auch nicht so schlimm. Also das Riff hier auf der Seite, wo wir angelandet sind, kann man sagen, was man will. Das ist riesig. Das Teil ist riesig groß. Und es gibt hier jede Menge geile Mats. So, jetzt haben wir gleich ein Problem. Okay, das hätten wir auch. Hier vorne gibt es garantiert ein bisschen Schrott und so weiter und so fort. Ja, okay. Na, können wir erstmal nicht machen. Wir müssen erstmal zurück aufs Raft. Wie schaut's aus? Mit dem Inventar geht eigentlich noch. Unsere so viel gepriesene Ankommenkiste. Erstmal alles rausräumen. Dann würde ich mal noch vorschlagen. Ja, genau, jetzt geht's uns dreckig. Hier vorne fehlen Planken. Macht nix. Dann gönnen wir uns hier. Okay, das sieht wieder wirklich gut aus. Das machen wir gerade mal voll. Und dann, ja. Okay, noch eine Kartoffel. Und dann, wenn wir es schaffen, nochmal rein ins Wasser. Hoffen wir mal, dass der Hai noch nicht da ist. Ich glaube aber schon, dass er wieder da ist. Na, das ist genau das, was ich euch gesagt hatte. Ich mache einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, das war's. Wir sind vom Hai hier soweit wieder befreit. Haben wieder genügend Zeit, können also in Ruhe nochmal hier das restliche Riff, auf jeden Fall das restliche wunderschöne Riff, hier abtauchen. Ich habe übrigens mal geguckt, zwischen den Folgen, ob es irgendwo Anhaltspunkte gibt, wie diese Unterwasserregionen bzw. diese Inseln irgendwie kreiert werden. Also so wie ich das mitgekriegt habe, ist das alles KI-abhängig. Da kann man so, das ist gut so, da kann man gar nichts machen. Detlef, Entschuldige. Ich glaube, das war sowieso hier, oder? Ja, alles gut. Da kann man sowieso nichts machen, erstens. Und zweitens muss man sozusagen jede Insel, egal welche man anfährt und egal welche man vor 5 Minuten angefahren hat und dreht nochmal rum und fährt dieselbe Insel an. Jede Insel ist dann anders designt. Natürlich gibt es dann einen gewissen Radius und da gibt es dann, das merkt man, wenn man zwischen die Insel durch die Gegend fährt, merkt man das an gewissen Ladezügeln. Wenn es mal ganz, ganz kurz ruckelt, dann ist spätestens dort mal wieder so eine kleine Inselreihe aufgetaucht mitten im Ozean. Aber sonst alles vom Zufall, wirklich alles vom Zufall abhängig. Das es obliegt wirklich uns. So, da drüben, schaut mal, da drüben ist so eine kleine Lootinsel. Die hätte ich gerne. Das heißt, wir richten das Segel aus, soweit wie es geht. Lichten den Anker, weil wir haben alles eingesammelt. Alles, was ging. Perfekt eigentlich, oder? Ich sag mal, kann keiner was sagen. Zu 20 Seetang, 7 Ton, wieder 7 Sand, bisschen Metallerz, bisschen Kupfer und so weiter und so fort. Also, ja. Alles gut. So, dann würde ich sagen, wir legen von der Insel wieder ab. Wir fahren sogar, beziehungsweise wir segeln sogar Richtung Lootinsel auf jeden Fall raus. Finde ich gut. Hier drüben kommen schon wieder die ersten Fässer. Aber unsere Ausrüstung, schauen wir unsere Ausrüstung, die ist mitgenommen. Also die sollten wir auf jeden Fall mal ganz, ganz dringend überholen. Das geht auf jeden Fall in so ein Netz rein. Das auch. Ist auch kein Problem. Das hier eben nicht. Das Fass sieht auch sehr gut aus. Prädestiniert für unsere Fangnetze.
So. Aber, schaut mal. Die Lootinsel ist ein bisschen weit drüben. Deshalb müssen wir mal schauen, ob wir... Jetzt sieht es gut aus. Ich sag mal, jetzt haben wir ungefähr eine Fahrt drauf. Ja, jetzt sieht es gut aus. Jetzt geht das ja auch, schaut mal, jetzt geht das auch deutlich langsamer und jetzt fahren wir wirklich so weit, dass das... Ah. Das ist wirklich so gedacht, dass wir da auf jeden Fall dort irgendwann mal hoffentlich anlanden können, gleich in ein paar Minuten. So, wie sieht es denn hier aus mit dem Fass? Kriegen wir das? Und der Kollege taucht schon wieder hier unter uns ab. Habt ihr noch gesehen? Okay. Das war unsere Insel. Von vorhin gerade eben. Und hier ist die Loot-Insel. Jetzt wenn wir mal wirklich den Segel genau drauf machen. Kommen wir der Sache näher oder nicht? Doch, ich denke, wir kommen der Sache ein kleines bisschen näher. Ich würde aber dann, na gut, ehrlich gesagt, würde ich noch ein ganz kleines bisschen nachhelfen, oder? Was sieht's denn aus mit Metallbahn? Müssten wir mal noch irgendwas nachlegen, oder? Bam, bam, bam. Weiter geht's. Wir möchten ja unser Raft so weit verstärken, ne? Dass der Hai zumindest mal da draußen schön im Leeren rumschwimmen kann. Also, so sieht's gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist dran... Oh, ganz böse. Okay, nehmen wir uns ein Herz in der Hand. Detlef. Passt. Rezeptfischeintopf. Ein Paket, ein Scharnier. Hat sich gelohnt, oder? Es hat sich wieder mal gelohnt. Dann würde ich sagen, drehen wir gleich mal das Segel. Und zwar fahren wir gleich mal volle Fahrt Richtung Strömung. Da hinten, schaut mal auf der linken Seite hin. Da ist noch die Silhouette von der Insel zu sehen. Hier nicht, aber hier. So, und jetzt gucken wir mal. Okay, so. Also, in der letzten Folge hatten wir ja angefangen, ein bisschen was zu erweitern. Da hat man noch den Anker eingebaut und so weiter und so fort. Und so wie das aussieht hier, schaut mal. Wir haben ja noch eins freigelassen. Das heißt, hier, wo das frei ist, da kommt die Treppe drauf. Hier vorne möchte ich gerne noch ein paar Fangnetze einbauen. Und zwar bis mindestens hierher. Also drei Stück müssen hier auf jeden Fall noch sein. Auf der Seite. Das ist Muss, ne? So, wir fahren zumindest mal hier vor, das ist schön. Kriegen auch gleich wieder ein Problem mit dem Essen, ist aber kein Problem, weil wir haben dicht, sehr, sehr viele Sachen jetzt bekommen. Alleine dieses Haifilet und so weiter und so fort, sollten wir alles mal nacheinander mal ausräumen. Das mache ich dann mal offscreen, würde ich sagen. Zwischen den Folgen mal schnell, das ist alles kein Problem. Geschenke... Ja, den Fischeintopf und so weiter und so fort. Schaut mal, sogar die Fässer kommen wieder auf uns zu. Richtig geil. Wobei das Fass hier hinten, ganz laut, ich glaube, das schwimmt wieder an uns vorbei, oder? So, das hätten wir. Den Kunststoff nehmen wir gleich mit. Und das Fass schwimmt leider auch bei uns vorbei. Ach, wie traurig das noch ist, ne? So, das nehmen wir jetzt mit. Okay, sehr schön. Wunderbar. Also, dann schauen wir mal. Planken ausstatten. Was geht dort rein? Hier machen wir genau dasselbe. Dann sollten wir uns wirklich überlegen, was machen wir? Machen wir den Entsalzer tatsächlich hier weg? Und platzieren wir den woanders hin? Oder was tun wir? Weil es wird ja der Platz hier auf der Seite wird wirklich schon knapp. Hier oben hat man so eine kleine Kiste gemacht mit allen verfügbaren verfügbaren Planken, die wir so, ja, die wir entbehren können für unseren Raft-Bau. So, Geschenke kommen hier rein. Hier kommen auch die Baupläne und so weiter und so fort. Da könnten wir ja theoretisch, können wir eigentlich die Rezepte hier auch reinpacken, oder? Aber die Rezepte sind hier drin, okay. Jetzt haben wir ein Problem. Okay. Gleich gibt es keins mehr. Alles gut. Schaut mal, die Filets, die werden immer weniger, ne? Also wenn man da wirklich mal über ein Essen ist, dann, ja, ist man über ein Essen. So, hier ist voll. Hier ist tatsächlich voll, unglaublich. So, dann der Rest, der kann gerne hier rüber. Das kann rüber, das auch. Schaut mal, die Metallerze, das können wir auch gleich mit hier drüben anbinden. Passt perfekt.
Scharnier und Stahlbahn. Stahlbahn. Wie könnten wir neun hier? Scharnier und Seile gehören, glaube ich, in zwei Regen weiter runter. Hier sind die Seile drin. Und für die Scharniere haben wir ja noch gar nichts. Okay. Dann machen wir hier da rein. So. Okay, jetzt müssen wir uns wirklich mal... Lass mich raten. Hier sind wieder bestimmt so viele Fässer vorbeigegangen. Ich will es gar nicht wissen. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall mal noch Gedanken machen, wie, wenn wir... Da vorne kommt wieder eine Insel. Ist aber... Das ist eine kleine. Das ist schön. Die werden wir jetzt ansteuern. Zuvor würde ich vorschlagen, holen wir uns noch die Fässer ran. Wobei, wir segeln ja direkt drauf zu, ne? Der Hai kaut wieder irgendwas ab. Der Hai hat gerade wieder irgendwas abgekaut. Ich hab's genau gehört. Aber gut, da waren wir sowieso zu spät. Außerdem sind unsere Waffen hier nicht mehr die besten. Bin ich ganz ehrlich. Gut, drehen wir das Segel noch ein ganz kleines bisschen gegen und dann fahren wir mal Richtung die Insel. So. Weil wir sind ja wirklich scharf auf den Unterwasserloot, den es dort gibt. Wahrscheinlich, oh, hier oben scheint es vielleicht auch was zu geben. Aber ich denke eher, hier gibt es bestimmt unter Wasser jede Menge. Jede Menge. So, bauen wir mal schnell hier hinten wieder die Foundation dran. Genau. So, und dann würde ich sagen, wir landen hier gleich. Hätten wir hier noch Geschenke drin? Nö. Schaut mal. Jetzt müssen wir schon am Riff hier vorbeitauchen. Das war gerade ein großer Stein. Und wir sind angekommen. Also werfen bitte. Gut, würde ich sagen, alles was wir haben oder was wir jetzt sortieren wollten, alles wieder raus. Alles was wir nicht brauchen, geht natürlich wieder raus. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall mal nochmal drum kümmern für Planken und Seile. Dass wir wenigstens mal die Axt gebaut, dass wir wenigstens mal den Speer gebaut bekommen, das ist perfekt. Haben wir mal einen Ersatzspeer und den Bogen würde ich mir dann auch gerne bauen. Brauchen wir zwei Glibber, einen Bolzen, passt schon. So, zwei Glibber, einen Bolzen. Einen Bolzen. Und der Glibber wäre hier. Ein paar Seile bräuchten wir noch. Und die Planken gibt es hier oben auf der rechten Seite. Genau. Ne, unten links. Nicht oben rechts, unten links. Okay. So, jetzt hätten wir mal einen Ersatzbogen gebaut. Genug Pfeile hätten wir ja, glaube ich, noch, oder? Warum ist das manchmal, diese Menüs manchmal so breit und dann... Schade, dass man die UIs hier nicht verstellen kann. Das ist sehr, sehr schade. Okay, 13 Steinpfeile hätten wir noch. Reicht. Was wir noch unbedingt brauchen... Oh, schaut mal. Okay. Ich wollte gerade sagen, eine Axt werden wir auch brauchen. Planke, Seil. Okay. Planke, Seil, Schrott und den Bolzen brauchen wir dafür auch. Schrott. Gibt es hier nichts. Gibt es hier selbstverständlich. Und hier noch ein paar Seile raus. Und auch wieder 8. Also, Planken ist hier immer gefragt, ist gut, ne? So, jetzt hätten wir eigentlich soweit so gut alles da. Speere, Bögen, alles schick, ne? Eins nach dem anderen. Ja, den Haken. Ja, den Haken. Aber gut. Bauen wir wieder einen Bolzen. Boah. Okay. Das Gute ist dran, dass wir jede Menge Metallbahn jetzt hier wirklich geschmolzen haben. Und das Gute ist wirklich dran, dass wir noch so viel Metallbahn in petto haben, dass wir uns darüber erstmal keine Gedanken machen müssen. So, wenn wir wiederkommen, wartet auf jeden Fall hier noch was auf uns. So, in Salzers alle. Ist aber auch nicht schlimm. Rauf. So, dann... Ich sage euch offen und ehrlich, das Inventar wird auch wieder nicht reichen. Genau, das hier ist die versteigte Axt übrigens. Geht ein bisschen schneller. Funktioniert wirklich ein bisschen schneller. Zeige ich euch gleich. So, Wassermelonen immer gut. Die schwarzen Melonen. So, jetzt Achtung. Bam. Bam. Alle gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern das geht tatsächlich schneller. Mit abbauen. So. Habe ich es nicht gewusst? Habe ich es nicht gewusst, dass wir das Inventar mit irgendwas voll ist? Ich habe es genau gewusst. Okay.
können auch leider nichts wegwerfen, gar nichts. Das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass wir jetzt hier mal schnell noch was essen. So. Und dann war's das, ne? Das letzte Teil hier auf der Insel. Das wirklich das letzte Teil. Naja, gut. Okay, das war's wieder. Stopp. Irgendwas war hier. Eine. Ich glaub's nicht. Gelbe Blume, gelber Samen. Warum liegt das hier so rum? Ankommkiste. Kurz mal alles ausräumen, bitte. So. Das war doch hier, oder? Hier. Gelbe Blume und dann gab es noch, ich wollte es gerade sagen, gelbe Blume und dann gab es noch gelben Samen. Okay, da war das anscheinend, war das vor uns schon voll. Jetzt hoffen wir mal aber, dass wir trotzdem alles andere mitgenommen haben. Minute. Ja, dann ist es halt so. Okay. Oben drüber war es das. Ich würde mal sagen, wir räumen trotzdem wenigstens die ganzen Blumensamen und das ganze Zeug. Das räumen wir auf jeden Fall schnell noch weg. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Gerade so haben wir es geschafft. So, dann würde ich eher sagen, zack. Dann schauen wir mal, was wir alles wieder reinbauen können. Ja, schon viel. Okay. Gelbe Blumen kommt auch noch rein. Die Samen ganz unten. Passt auch. Und dann hätten wir nur noch ein paar... Dann hätten wir nur noch ein paar Planken. Und das könnten wir auf jeden Fall hier draußen in die Ankommkiste reinwerfen. Also das wäre eigentlich so kein Problem. Ja, den Bauhammer bräuchten wir schnell. Nein. Jetzt fehlen wieder Planken. Normalerweise, wenn man mit dem Bauhammer ausrückt, dann müssen wir gleich irgendwo ein paar Planken mit dem Petto haben. Ja, alles andere hätte auf jeden Fall... Ah, hier, schaut mal. Alles, ich wollte gerade sagen, alles andere hätte noch nun... Irgendwo hätten wir noch Platz. Aber, ja, okay. So, da räumen wir mal das nochmal schnell aus, dass wir wenigstens unsere Ankommkiste noch ein ganz kleines bisschen leer gemacht haben. So, das kommt hier rein. Passt nicht, aber hier. Okay, perfekt. Ich würde gerne trotzdem die Wassermelonen mitnehmen. Wasserflasche können wir ja... Ja, Wasserflasche könnten wir auch mitnehmen, aber lassen wir mal da. Ich finde die Wasserflasche ein bisschen wertvoller. Wie alles andere. Der Bauhammer zum Beispiel, der ist für mich, ja, der ist vernachlässigbar, weil den kann man jederzeit mit einer kleinen Anzahl von Mats nachbauen. Okay, schaut mal hier unten dieses Riff. Wahnsinn. Ich denke mal, das wird hier hinten dann weitergehen. Wir haben Glück gehabt. Ich mache wieder einen Gleitschnitt. So, meine Lieben, wir mussten uns leider anlegen mit dem Hai. Es nützt nichts, weil, schaut mal hier unten. Selbst da unten ist Wahnsinn. Was ist denn hier los? Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir hier oben das abgraben, weil ich denke mal, der Hai wird bis da runter nett machen oder nett kommen. Das Gute ist dran, dass wir hier noch einen guten gebrauchten Haken da haben. Hier kann man nacheinander, kann man hier alles abgraben. Von einer Stelle zur anderen schnell geschwommen. Zack, aufgenommen den Spaß. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz rum. Schaut mal, Wahnsinn, geil. Okay, wir graben es nochmal schnell hier oben ab, würde ich vorschlagen. Und dann gehen wir mal ein bisschen tiefer. Erstmal hier, was man hier hat, das hat man. Schaut mal, wie schnell da die Haltbarkeit weggeht. Wahnsinn. Oh. Geil. Auftauchen. Raft im Weg. So. Wir brauchen jetzt unbedingt... Boah.
Hier vorne geht es jetzt leider noch weiter, ne? Also, wir brauchen jetzt hier ganz klar unbedingt mal ganz schnell noch einen Ersatz. Und zwar einen Ersatzhaken. Einen Bolzen bräuchten wir. Ein paar Planken, ganz wichtig. Und dann zwei Seile. So, dann hätten wir das auch gebaut. Ich würde sogar dazu gehen, das kommt raus. In der Ankommenkiste machen wir genau dasselbe. Wir räumen hier mal schnell noch alles raus, was wir gefunden haben. Das macht es nämlich wieder leer. Den räumen wir gleich dahinter. Die Axt brauchen wir auch erstmal nicht. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns gleich wieder in die Fluten rein. Weil je schneller wir hier sind, desto mehr haben wir Zeit, bevor der Hai wiederkommt. Ne? Okay, mein Lieben, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Also es gibt hier zumindest mal kein Erz. Also zumindest das, was wir so sehen konnten. Das hier wird ein bisschen länger dauern mit Abtauchen. Das hatte ich euch ja gesagt. Also es gibt dann wirklich tiefere Gefilde, was dann so nach und nach auf den Inseln so angeboten wird, dass man da so hintauchen kann. Dazu bräuchte man dann schon besseres Equipment. Also mittlerweile muss ich ehrlich gestehen, wenn man so tief tauchen will, schaut mal unseren Sauerstoffvorrat, der ist schon wieder fast erschöpft. Und vor allen Dingen, wenn man hier hochgehen will, schaut mal, wie lange das dauert. Alleine das dauert mindestens 5 bis 7 Sekunden oder so. Ja, dann müssen wir kurz warten und dann müssen wir wirklich wieder an den Stellen abtauchen, wo wir wirklich Sachen vermuten, dass wir nach unten auch keine Zeit verlieren, sondern wirklich zielgerichtet nach unten tauchen. Und das war er nämlich auch schon wieder, der Hai. Ich wollte es gerade sagen, ich habe nur darauf gewartet, dass der kommt. Ist aber kein Problem. Schwimmen wir mal schnell zurück. Dann gehen wir schnell auf die entgegengesetzte Seite. Und da kommt er nämlich zuerst nicht hin. Kein Problem. Okay, so. Gönnen wir uns mal noch kurz was. Zack. So, und jetzt würde ich sagen, wir haben genug Glibber da. Wir haben genug. Ich würde sagen, das und das raus. Dann bauen wir ein bisschen Ausrüstung. Und zwar als erstes würde ich mit euch zusammen die Flossen bauen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt die Flossen gebaut. Sehr, sehr geil. Und dann als nächstes die Sauerstoffflasche. Für die Sauerstoffflasche wird natürlich extra noch eine leere Flasche benötigt. Ganz klar. Bauen wir uns auch gleich. Das ist die zweite jetzt. Und aber die müssen wir auch gleich wieder verbauen in der Sauerstoffflasche. Das war's. Okay. Glibber haben wir jetzt sehr, sehr wenig. Sind wir ehrlich. Ja. Gibt's, kann man jetzt nicht mehr so dazu sagen. Ich würde sagen, wir nehmen unseren Seetang wieder raus. Das kommt hier rein. Wir nehmen unseren Seetang wieder raus. Und sehen zu, dass wir mit dem Seetang auf jeden Fall wieder ein bisschen Glibber. Ne? So. Bisschen Glibber schmelzen. Beziehungsweise bisschen Seetang schmelzen, dass wir Glibber auf jeden Fall erstmal rausbekommen. 29. Schaut mal, 29 Barren ist doch von Anfang erstmal gar nicht so schlecht. Für die die Kapitäns müssen wir ablegen. Dafür kommt dann die Sauerstoffflasche hin. Okay, sehe ich ein. Alles gut. Dann bleibt auf jeden Fall, würde ich aber auch sagen, die Kapitänsmütze bleibt hier. Weil wir es können. So, zu trinken. Unsere Trinkflasche wäre noch da. Können wir uns mal noch zwei Schluck, dann füllen wir den Spaß wieder auf. Legen das Teil wieder ab, weil das Teil ist sehr teuer, sehr wichtig. Oh, und es von der Schmelzen, normal. Ist wieder Knappheit. So, Seetang platzieren, Seetang platzieren, Seetang platzieren und es geht fröhlich weiter. Alles gut. So, jetzt würde ich vorschlagen, mit euch zusammen gehen wir genau entgegengesetzt rein. Jetzt haben wir mal wieder 12 Glibber, also alles gut. Und jetzt zeige ich euch mal, nee, wir machen es anders. In der nächsten Folge, genau, hier machen wir einen Cut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir es uns an, was das für einen Unterschied macht. Was das für einen Unterschied macht mit Schwimmflossen, mit Schwimmflossen und mit einer Sauerstoffflasche. Und das garantiere ich euch, der ist immens. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns riesig freuen, also Detlef und ich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Denkt dran, nächste Folge Detlef unter Wasser und dann bin ich mal gespannt, Vollgas mit Flossen. Okay, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Zanto.